meine, oder? Der Ball, der die jetzt rechts Linie nachreise und guckt vor dem Torwart in die Ausrichtung. Und der Torschreier. Nein, ich weiß gar nicht, dass du den Motto verloren hast. Was? Ich hätte es den Motto verloren. Du bist gut. Im Radio. Ein Tonaufricht. Ja, ein Tonaufricht im Radio. Ja, du hast es immer geguckt. Du bist nicht schmerzbar. Ja, es sind jetzt 10 Minuten gespielt, meine Damen und Herren. Unsere Gäste. Achso, du bist scheiße gar nicht. Von der SG Sonnenhof Groß-Asbach gehen gerade mit 1-0 in Führung. Vorher haben wir wirklich zwei großartige Paraden gesehen. Von Maximilian Zeller, der im Tor steht. Bei der TSV Wischenbeuern. Natürlich. Versuchen sich die Drittklassengäste sozusagen in der Hälfte der Gastgeber festzusetzen. Sehr weit aufgerückt. Und vorne suchen sie natürlich immer wieder den Timo Röttger mit der Nummer 18. Oh, das ist aber ganz okay. So. Ja, gut, dass die jungen Männer da nicht. Beim ersten Mal kommt er auf der Abwehr und dann hatte er keine Chance mehr, meine Damen und Herren. Das 2:0 eben gerade für die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 9, Alexander Spiegele. 2:0 also jetzt. 2:0 schon? Das wäre ja noch schöner. Ja, das sind Akteure. Ja. Kaffee Mann hat uns unterstützt und Sanitär Meier mit Andreas Hilde. Dafür Hilde. Herzlichen Dank für die Hilfe. Auf der anderen Seite hat nun Trainer Alexander Kasunic einigermaßen durchgewechselt. Wir haben neu auf dem Platz mit der Nummer 3, Kevin May, mit der Nummer 6, Tim Sorg, mit der 12, Tobias Trinka und mit der 13, Robin Eberle. Jawohl, schön.
Ja, ein wunderschöner Spielzug mit dem Torschuss von Lukas Außerlechner hat zu dieser Ecke geführt, die nun leider nichts eingebracht hat, aber ich glaube schon, hier der Gastgeber, TSV Meschenbeuren, mit etwas offensiverer Einstellung als gegenüber der ersten Halbzeit. Lukas Außerlechner, schöner kämpferischer Einsatz, gute Zweikampfführung gerade. Wir kennen einander.
In diesem Fall, meine Damen und Herren, war es der Dominik Martinovic, der hier zum 13:0 markierte. Ab sofort müssen Sie selber mitzählen, weil unsere Anzeigentafel reicht nicht mehr aus. Eins, zwei, drei, meine Damen und Herren, wieder ein Drei-Stationen-Tor, wunderbar vollendet. Dann wieder in der Mitte von dem Spieler mit der Nummer 28, das ist Dimitri Imbongo.